Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Seit der letzten Folge war ich mal eine Mission auf Minmus machen. Und ihr seht schon, diese eine Mission hat extrem gut gereicht. Wir haben wohl Minmus nicht so gut erforscht, wie ich es mir gedacht hatte. Und ich hatte, ja, habe ein paar Wissenschaftspunkte mit zurückgenommen. Ich habe Bodenproben genommen, ich habe einen neuen Minmus-Länder designt. Den kann ich euch gleich mal zeigen, der funktioniert extrem gut. Ich habe auch, warte, können wir mal auf dem Handy gucken. Gib mir kurz eine Sekunde. Das ist eine Zeit her schon mittlerweile, seit der letzten Aufnahme. Mir hat Lucky Juk, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, wenn ansonsten tut es mir leid, geschrieben wegen meinem SN-Versuch, meinem Starship-Versuch, und halt ein paar Boost-Back-Burns-Tipp gegeben und dann alles drum und dran, die ich mega gut finde, aber halt mein Problem halt dabei ist, dass ich mit Kerbalism halt beschränkte Zündungen bei den Triebwerken habe. Bedeutet, ich muss darauf ja auch achten, im Gegensatz zu reinem Schub und Leistung, welche Triebwerke ich aktiviere. Kann ich aber später sonst nochmal an dem Modell selber erklären. Was er mir aber auch gesagt hat, ich soll mir FMRS anschauen, den Mod. Und den haben wir jetzt installiert. Ich habe ihn in meinem eigenen Modpack auch integriert, wo ich USI nutze als Lebenshaltungsmod, der auch mega cool ist, der vor allem mit ein paar anderen Mods, die ich cool finde, auch zusammenarbeitet. Ich kann diese auch nutzen. Und mit dem Mod können wir hoffentlich in der Zukunft wirklich die Reusability von unseren Schiffen hochsetzen, was ja eigentlich tendenziell wurscht ist, weil wir spielen ja Wissenschaft, bedeutet, wir können die Sachen auf den Boden verlassen, wie wir wollen. Aber ich würde es halt gern machen, einfach um zu zeigen, hey, wir schaffen mehr. Wir schaffen das, was SpaceX im Grunde auch schafft. Ja, aber heute geht es um ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall bedanke ich mich für dein nettes Kommentar und deine sehr guten Infos über die Tipps. Ich werde in der zukünftigen Folge auch mal mein USI-Modpack vorstellen, wo ich wirklich eine SN nachgebaut habe mit den Flügeln und alles drum und dran. Funktioniert mega cool, muss ich lassen. Und da werden wir auf jeden Fall auch mal hinkommen. Was ich direkt zum Anfang auch sagen wollte, ich habe das Modpack wieder geupdatet, es hat wieder neue Versionen sind drin, wir haben jetzt FMRS halt auch genauso drin, ein paar andere Mods sind auch im Hintergrund dazugekommen, die ich aber teilweise schon wieder vergessen habe, was ich genau hinzugefügt habe, das sind dann meistens solche Erweiterungen, so ganz kleine, bedeutet, ihr könnt wieder unten im Link die neuesten Versionen finden von dem Modpack, einfach runterladen, mit Seacan installieren und dann lädt er euch all die richtigen Versionen runter. So. Aber ihr seht schon, wir haben 364 Wissenschaftspunkte, jetzt habe ich 2 Minuten umsonst gelabert, umsonst nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Aber mit den 364 Wissenschaftspunkten können wir endlich dahin gehen, was mich schon seit langem interessiert, und zwar Nuklearantriebe. Diese Atom- oder Nuklearantriebe sind für uns jetzt sehr, sehr praktisch, weil sie eine hohe Leistung haben, langlebig sind und weit kommen. Perfekt für unseren Weg Richtung Duna, eine dauerhafte Flugverbindung zu machen, weil die haben eine geringere Auffüllung. Und wenn wir da einen Booster machen, der wirklich nur dafür ist, hin und her zu fliegen, und dann halt vorne sich andocken lässt mit bestimmten Teilen, können wir jetzt wahrscheinlich den Weg zu Duna erleichtern. Wie das genau funktioniert, weiß ich noch nicht, aber wir sehen auch hier schon, Robotik wäre natürlich auch mega cool, da können wir viele coole Sachen noch machen. Wir haben aber schon einiges freigeschaltet, gleich in der vorigen Version, genau, hier sind ja schon ein paar Teile. Material, genau, wir haben einen neuen Mod für Wissenschaft, auch für stationäre Stationen. Da muss ich mich aber noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Der Mod ist cool, ich habe ihn mal angeschaut. Aber genau, wie er funktioniert, da muss ich mich noch ein bisschen reinarbeiten. Leute, der wird noch ein bisschen dauern, bis er kommt. Die Antriebe haben wir hoffentlich auch in Zukunft, aber die brauchen halt 550 Wissenschaft und das werden wir über Duna hoffentlich erreichen können. Aber nicht lang schnacken. Forschung, wir gehen jetzt in das Nuklearzeitalter. Oder Atomzeitalter. Für unsere Antriebe und das ist natürlich eine neue Ära, wie ich finde persönlich, mal wieder. Wenn man es so sieht, aber wird das wirklich einiges verändern, weil normalerweise diese Antriebe um einiges effizienter, besser sind für Langstreckenflüge. Und wenn wir jetzt nur so einen dockbaren Grund mal designen, der mal einen Testflug macht zu Duna und zurück mit hoch genug Leistung, dann glaube ich persönlich, kommen wir weit genug. Genau, da ist der Minmus-Länder, so zur Info. Ich habe andere Beine verwendet. Ihr seht schon, hier sind andere Beine dran. Fahren wir sie mal aus. Ja, die sind natürlich jetzt hier in den Boostern drin. Aber sie sind mega cool, sie sind stabil. Sie haben für die Landung super funktioniert. Es ist jetzt nicht die schlauste Rakete gewesen, ever. Diese Treibstofftanks, die sind vor der Landung, habe ich die schon abgekoppelt, weil die leer waren. Aber es funktioniert gut und hat den Dienst erfüllt. Die Fallschirme, ja,
waren okay. Ich hätte wahrscheinlich noch eins, zwei normale Bremsfallschirme einbauen müssen, normale Fallschirme einbauen müssen, anstatt zwei noch den zwei verbesserten Bremsfallschirmen. Aber ja, das ist sozusagen die Rakete, mit der ich die letzte Mission gemacht habe, der Minmus Lander. Der wird wahrscheinlich in der Zukunft mal optimiert mit uns zusammen und dann fliegen wir wieder nach Minmus. Ich würde halt gerne ein bisschen ja, schlauer designen, vielleicht mit doppelt Docking und halt eine Schubstage und einer Landingstage. Wer weiß. Aber erstmal neues Zeitalter. Wir brauchen jetzt ein Testfluggerät mal. Was nehmen wir denn für eine... Nehmen wir das Octo-Core. Wir brauchen unbedingt neue Cores auch mal. Das, also, das steht auch auf der Liste auf jeden Fall, dass wir neue Cores uns holen. So, Treibstofftanks. Geht erstmal nach. Wir müssen erstmal schauen, welchen Atomantrieb wir zum Beispiel verwenden. Hier, der hier ist. Wie groß ist denn der? Der wäre so groß. Okay. Hat. Ja. Ich weiß nicht, ob das 26.000 im Nicht-Vakuum. Nee, sind 26. Die Newton sind halt nicht so groß, aber er burnt auch länger. So, okay. Was. Ich laber schon wieder außen rum. Was brauchst du? LH2. LH2 sollten wir ja irgendwo haben. Das wird jetzt eher das Spannende. Wo kriegen wir LH? Kann ich das überall reintun? Nope. Ich bräuchte einen LH2-Tank, Jungs. Kann da LH2 ran? Editings. Ach du heilige Scheiße. Was ist ein LH2? Ist das ein Gas? Gases. Ja, was für Gases? Ammonia, Hydrogen. Ah, okay. Kann ich hier? Nee, das ist. Cryocooling. Liquid Hydrogen. Cryogenic. Liquid Hydrogen. Alter, ich bin gerade voll überfordert. LOL! Food. Lululululul. Keyfane. Irgendwo müsste doch LH2 sein, oder? Warte mal, lass mich raten. Die heißen hier an. Bitte nicht. But please no. Please no. Please no. Xenongas. Okay, nee, das passt schon. Liquid Chemicals. Kinane. Monopropellant und Oxidizer. Meine Augen brennen gerade nach von den Zwiebeln. No. Ich habe vorhin Zwiebeln gehabt und die scheinen. Ach, lol, ich kann auch reparieren. What? Ich entdecke gerade wieder neue Welten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, als ob hier nicht so viel reinpasst. Hier war noch viel mehr. Hier ist Kerbalism, Breathing, Fuel Cell. Oldo. Machen wir mal Max und nochmal hinzufügen. Ui. Nee. Das ist gar nicht mal so einfach. Kerbalism, Waste, Supplies, Gear. Okay, lassen wir das mal. Wir müssen einen Tank finden, der das halten kann. Irgendeiner von diesen blöden Tanks muss das doch können, oder? Das ist mal eine ganz blöde Frage. Wer kann LH2 lagern? Da, LH2. Der wäre für LH2 zuständig. Schauen. Gefunden. LH2. Wir brauchen auch nur LH2, wenn ich mich nicht komplett irre, brauchen wir rein theoretisch nur LH2. Er kann auch mit FT laufen. Schaut auch nach einem höheren Verbrauch, nee, niedrigeren Verbrauch sowas. Ja, du kannst auf zwei Sachen laufen, wie geil ist das denn? Nur mal gucken. Hä? Stimmt LH2 nicht? Zündung, das ist natürlich geil. Leute, jetzt hat er umgeschaltet. Jetzt ist Modus LH2. Ach so. Oh lol, ich muss den umschalten. Jetzt hat er Liquid Fuel. Bedeutet, jetzt bräuchte ich einen Tank, der nur Liquid Fuel will, zum Beispiel. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, mal den Tank hier anhänge. Jetzt tun wir den... Jetzt müsste doch rein theoretisch FT gehen, oder? Genau. Oh lol. Okay.
Das hat der weniger Schub und wenn ich jetzt hier Edit Tank mache, zum Beispiel dann Oxidizer rausnehmen und das hier hochpumpe bis auf Maximum. Das ist interessant, Normalscale hat dann 2,7. Aber fast kein Schub, ne? Das ist auch wieder kacke. Also bräuchten wir eigentlich so einen großen Antrieb. Das ist interesting. Das ist interesting. Was ist, wenn wir. Also. LH2, warte mal, LH2. Größeren Tank. Das wird jetzt nochmal ein interessanter Versuch. Wir müssen dich Modus umschalten. LH2. 3,7. 3,007 MS nur mit der Stage. Aber man, das ist ja gar nicht Vakuum. LOL. 7000? Ja, sicher. Jetzt hat er noch 2, lustigerweise. Okay. Aber ich denke mal, warte mal. Wenn ich jetzt eine doppelte Stage draus mache. 3,4. Okay. Aha, aha. Nochmal zurück zur Theorie mit dem großen normalen Tank. Wenn ich jetzt sowas zum Beispiel baue. Edit Tank, wir nehmen dich raus. Erhöhen die maximale Leistung hier von Liquid Fuel. Dasselbe machen wir natürlich hier. Das ist ja nur zum Testen gerade, das interessiert mich gerade einfach voll. So. Aber wir müssen hier wieder den Modus wechseln. Liquid Fuel läuft auf 4768 MS. What? What? Nur die Stage! Alles da. Und mit ordentlich Wumms auch noch, also. Ja, 6000. Das ist eine Booster Stage. Holy shit. Weil rein theoretisch können wir. Seitlich auch noch solche Tanks dranhängen. So. Natürlich muss wieder das da weg. Da hier muss erhöht werden. Alter, diese Mengen. Diese Mengen, die sind toll. Schaut euch diese Zahlen an, die sind wunderschön. 8000 MS in der Stage. Oh boy, das wird eine lustige Zeit. Ich sag's euch, das wird eine lustige Zeit. Ich tu diesen Tank jetzt editen, tu hier wieder den Oxidizer raus, weil je mehr drin ist, desto besser läuft es ja. Oh geil, das ist, oh, das ist geil. Mm. Wenn wir das jetzt hier zum Beispiel als Booster Stage verwenden, rein theoretisch wäre das ja voll die geile Stage. 8000 MS drin, bedeutet, weite Reisen sollten möglich sein. Dann tun wir das mal designen, so wie wir, also wir es brauchen würden. So, wir brauchen. Oh, jetzt kommt das wieder, weil ich habe noch kein. Ich habe noch kein passendes, verficktes SRS-Teil. Die kommen ja alle erst noch. Okay, das wären jetzt 8000 MS. Was mir wichtig ist, dass natürlich die Batterien auch passen. Immerhin soll das Ding auch rein theoretisch selber fliegen können. Also es wird selber fliegen, das ist schon mal klar. Muss es. Es muss. Von daher, wir brauchen aber auch natürlich dann die dementsprechende Technik. Alter, das Nuklearzeitalter hat begonnen bei uns. Das ist ja. Oh boy, das ist cool. Also mir theoretisch auf den Sack sind diese. Ja, das ist. Nein, oh. Wir brauchen eine andere obere Stage hier ein bisschen. Warte mal, schauen wir mal, ob wir da noch einen passenden Tank finden. Wir brauchen einen angepassten Tank. Oder wir bauen einen schnell. Warte mal, wir bauen schnell einfach einen. Wir bauen das ab. Wir brauchen dazwischen bitte einen Liquid Tank. Aber wenn diese Transporter Stage gut funktioniert, dann ist es um einiges einfacher. So, wir müssen. Warte, wir machen jetzt hier einen Cone draus, genau. 2,5. War das 2,5? Müsste 2,5 gewesen sein, genau. Und du bist
1875. 1875. Geil. Okay. Und jetzt können wir rein theoretisch das sogar nochmal verlängern. Hier in Length. So. Oh, lol, was? Ah ja, warte mal, hier ist passt, warte mal, hier passt der Mixer nicht. Liquid Fuel. Das ist jetzt natürlich. Warte mal, wird das schon wieder schwächer? Oder nee, nee. 1875. Ich wollte nicht das verändern, ich wollte die Länge verändern. Wie stark ist der Antrieb aktuell? 0,39. Oh Gott, das ist natürlich wieder. Jetzt eine uncoole Situation. Aber was ihr auch rein theoretisch machen könnt, ist natürlich das hier abnehmen. Das dran bauen, so hier. Und dann sagen. Jetzt hat er wieder mehr Schub, ne? 0,75. Und dann können wir die Stage hier oben auch ein bisschen verlängern. Rein theoretisch. So. Das wird eine gigantische A. Oh Gott, das wird richtig cool. Ich freue mich. Also, das wird echt geil. Ich nehme gerne den Largen, bitte. So. Weil der Plan wäre zum Beispiel, dass das Teil dann dafür zuständig ist, ganze Stationsteile zu Duna zu schicken, damit wir Vorbereitungen treffen können. Wenn wir eine reusable, reusable Station haben oder halt hier so einen dementsprechenden Stage, dann kann die hinfliegen und wieder zurück rein, theoretisch. Und sowas wäre natürlich genial. Wenn wir es nicht hier reduzieren, hat er 1,7, aber fast keinen, obwohl der Schub würde immer noch passen. Es ist echt schwer zu sagen, wie es am schlausten ist. Was problematisch wahrscheinlich wird, ist eher dann die nukleare Abstrahlung, aber die können wir hoffentlich mit ein paar Schutzelementen ein bisschen bearbeiten. Warte mal, das war falsch. Nein, oh, jetzt habe ich den Antrieb kopiert. So, vorsichtig anpassen. So. Aber bessere Idee, wir tun das hier einfach. Warte mal, das machen wir jetzt so. Drehen das zurecht, sodass das... So. Ziehen das hier so nach drüben. Okay, dann kommt jetzt der nächste spannende Teil, und zwar das hier, ne? Das hier anpassen. Von der Drehrichtung hier. So. Da fehlt noch ein. So, ja, perfekt. Besser. Angepasst in der Richtung. Perfekt. So, jetzt haben wir hier so rein theoretisch so einen Cone. Und da kommt jetzt dann der Rest dran. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich habe es gefallen. Schreibt eure Ideen, was wir mit den Nukleartriebwerken machen könnten, in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.